Herzlich willkommen zu meinem neuen Let's Play. Und zwar diesmal heißt es USA Racer. Dieses Spiel ist eine Anlehnung an den erfolgreichen Hit Autobahn Racer, den vielleicht sehr viele vielleicht kennen. Das ist ein Ableger hier und den wollen wir spielen nun. Ja, ich bin zwar nicht unbedingt jemand, der gerne so Rennspiele spielt, aber das damals von der guten Computerspielebild damals drauf gewesen und habe ich gesagt, na Hugo, komm jetzt mal das, mal der krasse Gegenzug zu Hugo und ja, jetzt geht es nun in die USA und da wollen wir mal zeigen, wie gut wir auf dem Gaspedal sind. Also, auf geht's ins Rennen. Wir machen natürlich Wettkampf. Profile haben wir schon, okay. Weiter. Und hier haben jetzt unsere 5 Fahrer sind es, glaube ich, hier nur, die wir zur Auswahl haben. Hier können wir jeweils sehen, Autoinfo, was es hier für eine Marke ist, wie gut es in Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Straßenlage, Bremsen und Robustheit ist das Auto. Und daneben an haben wir unseren Fahrer. Und zwar, da haben wir hier den Pops. Er ist ein Farmer, wie man so gut erkennen kann. Er kommt auf Faron in dem Bundesstaat Utah. Dann gehen wir mal weiter. Wen haben wir noch? Haben wir ihn hier. Jack the Duck Sattler. Wie man erkennen kann, ist ein Ölbaron. Und er kommt natürlich, wie es gehört, für einen Ölbaron, ne? Seit J.R. Ruling aus Dallas, aus Texas. Ja, und weiter geht es. Tony the Ball Chalone. Er ist Taxifahrer und Journalist in Klammern. Er kommt aus New York, in New York logischerweise. Dann haben wir natürlich auch die Dame im Rennen, nämlich Holly, Schauspielerin und Serviererin aus Santa Monica in Kalifornien. Und zu guter Letzt haben wir ihn hier, Ricky Suave Morales. Er ist Geschäftsmann und kommt aus dem sonnigen Miami in Florida. Ja, und ihn werden wir auch nehmen. Auf jeden Fall, denn ich finde, er ist auf jeden Fall der Beste von allen. Ja, und passt auch so vom Beruf her am besten noch zu das, was ich mache. So, jawohl. Und hier haben wir nun unsere Trails. Einmal Park Trail, City Trail und schließlich das US-Rennen. Es geht natürlich mit Park Trail los und dazu jetzt die Info. Jetzt wollen wir mal sehen, wie gut du wirklich fahren kannst. In 3 Runden durch Amerikas berühmtesten Nationalparks kannst du beweisen, dass du ein echter Profi bist. Der Gewinner erhält eine Stadtlizenz für den nächsten Wettkampf. Benötigte Punkte für die Zulassung zum City Trail 16, müsste das sein, oder? Ne, 10. Ne, 10 sind es nur. Freigebende Strecke dadurch Grand Canyon. Und dann starten wir mit City Trail. Hier ist unsere Tabelle, schön wie bei der Formel 1, eine Tabelle. Hier sind wir, unsere Lizenz und hier unsere 3 Nationalparks. Und zwar, wir beginnen mit Yellowstone. Der gelbe Stein sozusagen. Dann geht es weiter nach Yosemite, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Und danach geht es weiter zum Grand Canyon. Aber erstmal ist jetzt Yellowstone dran. Jetzt haben wir noch unsere Werkstatt, unser Auto und da können wir eine Tour vornehmen, wenn wir Schaden erleiden. Wir können Nitro auch fahren. Das werde ich allerdings nicht benutzen, weil ich habe das eigentlich noch nie so wirklich benutzt, also das wird nicht sein. Tuning auf jeden Fall, das muss benutzt werden. Und ja, wie ihr das schon beim Auto sehen könnt, wir haben Beschleunigung, Höchstgeschwindigkeit, Fahrverhalten, Bremsen und die Robustheit. Und wie ihr das seht, wenn wir 3000 Dollar haben, bekommen wir bei Beschleunigung, Fahrverhalten und Robustheit ein hinzu. Das eins, was ich immer sehr stark kritisiere, ist die Bremsen. Die sind meistens sehr katastrophal, diese Bremsen, aber ja, wird schon irgendwie passen. Und dann haben wir auch Farbe, wir haben hier einen schönen Orange, gibt es Gelb, Lila oder Weiß müsste das sein, genau. Wir nehmen mal Lila. Das wechseln wir mal schön. Also wir nehmen hier mal alle 3 Farben, nur Weiß ist zu üben.
Also wir haben natürlich 0 Dollar, wir sind ein armer Bettler, deswegen müssen wir uns hier erstmal ein bisschen Kohle verdienen. Und wie verdienen wir das Ganze? Klar, wir rasen wie so ein Bekloppter mal irgendwo durch die Nationalparks von Amerika und ja, dann verdienen wir ordentliche Geld und suchen unser Auto auf und eine schicke Karre da. Yo, Yogi Bear, hier hängt der oberste Picknickkorbräuber ab. Hier ist MCG mit dem Menü für diesen Teil des Rennens. Klippen, Berge und Seen, alles da. Und wir legen noch einen netten Canyon oben drauf. Ihr werdet euch wie der Pinball Wizard fühlen, wenn Old Faithful mit euch fertig ist. Also fallt nicht in irgendwelche Löcher, ihr werdet unsanft wieder ausgespuckt. Ja, das war die Ansage zu der Strecke. Bekommen immer am Anfang so Infos zu dieser Strecke. Ihr habt ja gehört, wir sollen hier nicht in irgendwelche Klippen runterfallen. Wir kriegen ein Canyon oben drauf und ja, also wirklich Luxus ohne Ende. Und das ist sie, nun unsere Strecke. Yellowstone ist ein Nationalpark. 2,25 Meilen hat eine Runde. Es werden immer zwei Runden fahren. 17.30 Uhr haben wir hier noch. Also wird langsam Abend. Überwiegend sonnig bei schön 27 Grad. Ja, wenn es auch hier in Deutschland so warm wäre. Nein, es ist minus um den Gefrierpunkt. Ich bin erkältet, super gut. Also 27 Grad, 80 Fahrenheit wären das. Die Streckenverhältnisse. Felsen, hölzerne Brücke und das Beste, Geysir. Ja, und dann wollen wir mal schauen, wie gut wir sind. Es gibt jeden Part ein Rennen, damit es auch wieder schön übersichtlich ist. Also nicht wundern. Und hier noch die Steuerung. Beschleunigen, nach oben, bremsen runter, links, rechts, lenken ist klar. Dann haben wir eine Handbremse, Nitro, nutzen wir eh nicht. Eine Hupe, Hup, Hup, Red Start ist so, wenn wir irgendwo dranhängen oder uns irgendwer hinten reinfährt, dann bapp, einfach wieder hinter und wenn wir Hilfe brauchen, kennt man F1, ne? So. Dann starten wir mal durch. In Yellowstone, auf geht's. Und hier sind sie, unsere Helden. Ihr hört den besten Country-Sender. Schöne Musik gibt's hier auch noch. GEMA-frei natürlich. Ganz wichtig. Go! Starten wir hier. Wir haben das Nitro. Und wir fahren einfach mal auf die Gegenfahrbahn, weil es so schön ist. Ah, schade, das haben wir so. So, hier haben wir unsere Dame. Die Rennen, Polizei ausweichen. Ganz wichtig. Ja, das machen wir extra, dass wir hier Kohle bekommen, weil ja, ein bisschen Country hier heute passt zu Nationalparks. Kohle einsammeln, geizig sein. Nitro, was wir nicht brauchen. Nach oben haben wir die Geldanzeige und die Minimap. 1000 Dollar haben wir schon mal. Sehr schön, die sind der lila Punkt. Schön beobachten. Schade, das Geld nicht einsammeln. Und dann geht es gleich auf die zweite Runde. So, hopp, auf geht's. Ich finde ja eigentlich, irgendwie sieht das gar nicht so illegal aus. Das sieht ja eigentlich alles so aus, als ob das alles... Na, schade. Als ob das hier alles so... Scheiße, ich muss den Müll. So. Als ob das alles so schön legal wäre, ne? Weil das sieht wirklich alles so... So mit Zielschild und... Man hat den genauen Streckenverlauf, als ob das hier... So ähnlich wie Formel 1 ist mit Rennautos. Ja, aber es ist... nein! Erstmal halbe Schläge gemacht. Und hier erstmal noch Geld ein. Und die Autos, die hier rumfahren, da fliegen
ich mal gerne. Und wieder ist es Zeit für den Knock-Knock-Schenkel-Klopfer des Tages. Das ist einfach die Geschichte von der. Zwei Räuber sind aus Morgen in einem Plattenladen gestürmt und haben ihr Kanon umgefunden. Der erste rief, keine Bewegung. Niemand außer dem zweiten Räuber bewegte sich. Da erschoss ihn sein Kollege. Wie blöd kann man eigentlich sein? Haha! Ja. Dafür gibt's die Hard-Knock-Idioten der Woche. Ja, da muss man schon ziemlich bescheuerte Räuber sein. Vorsicht! Nicht jetzt mal ziehen. Jawohl! Zack. Suave. El mucho suave. Glückwunsch, Jan. Du hast einen neuen Highscore erreicht. Sehr schön. Und damit haben wir den ersten Platz und kriegen 10 Punkte. Gut geschrieben und $1000 als Preisgeld. Zweiter Platz kriegt 8 Punkte und $800. Dritter Platz 6 Punkte und $500. Platz 4 kriegt 4 Punkte und zwar $50. Platz 5 kriegt 2 Punkte und 100 Dollar. Ja, der letzte Platz kriegt zwar kein Geld, aber immer ein kleines Tröstpünktchen. Noch immer besser als nichts. So. Und damit haben wir jetzt hier unsere Übersicht. Wir führen natürlich mit 10 Punkten. Und beim nächsten Mal geht es dann in Yosemite, wenn ich jetzt Yosemite oder wie auch immer sich das ausspricht. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, es gefällt euch dieses Spielchen. Und dann geht es beim nächsten Mal mit der nächsten Strecke weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.